Gleich fängt das Kino an und es ist wirklich gigantisch in diesem Saal. Die Blues Brothers sind auch hier. Ach, das ist immer so. Schau an. Okay, Dries Keynote ist gleich über vorbei. Fand ich ziemlich gut. Besser als in Kopenhagen. Es war nicht ganz so witzig, aber auch nicht skandalträchtig. Er beantwortet gerade noch ein paar Fragen. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, außer guckt sie euch unbedingt an. Die sollen ja alle im Internet stehen. Und wie schon gesagt, der Raum ist einfach ziemlich gigantisch. Jetzt gibt es irgendwie gleich was zu essen und danach werde ich wahrscheinlich in die Core Conversions gehen. Warum unsere Deployment-Strategie komplett falsch ist, da bin ich natürlich sehr gespannt darauf, was dann passiert. Die Ausstellerhalle. Alles voll und alle beim Essen. Es gibt diese Pappboxen mit einem Keks, einem Sandwich, Nudeln, einen Apfel und Chips. Naja, erinnert mich ein bisschen an Kopenhagen, sieht aber ganz lecker aus. Soll für 100.000 Dollar, nee, 10.000 waren es glaube ich, nur Kaffee geben. Da drüben ist die Kaffeebar. Na, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch irgendwo einen Platz finde. Ansonsten laufe ich ein bisschen verzweifelt rum. Coole Fuchsohren. Ja, und dann geht es vielleicht auch irgendwie weiter. Das Gruppenfoto war irgendwie bocklos. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich überhaupt was aufgenommen haben. Zumindest hat keiner irgendwas gesagt. Ja, ich bin etwas einsam, aber irgendwie nehme ich mir noch zur Brust und rede mit ihm. Bis später. Hat mir erzählt, dass Jam auf der Session heute Morgen gesungen hat und ich schäme mich nicht da gewesen zu sein. Das war bestimmt der Main Act heute und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Jam, es tut mir leid, aber sie soll im Netz sein und ich werde es genießen und irgendwie wieder gut machen. Der Drupal Store. Irgendwie hatte ich es mir mehr vorgestellt, nachdem das alles so drin war. Ja, und leider, lieber Christian, nichts von Drupal da ist. Ich habe die Jungs gefragt, die haben zwar das wohl irgendwie mal gehört und gesehen, aber leider ist nichts angekommen und es ist einfach auch nichts da. Mehr kann ich dazu leider auch nicht dann sagen. Naja. Trotzdem irgendwie cool, so viel Krams hier zu sehen. Drupal Bierkrüge wollte ich schon immer nicht haben. Die Mützen sind cool, aber irgendwie nicht in meiner Größe und bei dem Kissen überlege ich noch. Ich glaube, meine Frau schlägt mich. Oh, da sind auch diese komischen Köpfchen. Ja. Schon ganz cool. Ich möchte nur kurz meine Begeisterung festhalten, die ich mal wieder verspüre, weil ich habe wieder mit so vielen tollen Leuten gesprochen, bin hier rumgerannt, habe irgendwie mit den Commerce Guys gesprochen, bin begeistert von dem Produkt, was sie einfach geschaffen haben, was auch nun schon soweit stable ist, wie sie selber sagen, was zwar immer noch Rundungsprobleme hat, aber Lösungen, um all das zu umgehen, was ich wirklich toll finde.
Ich habe einfach noch mit Morten gesprochen über, ja, wie Kopenhagen einfach war und was schiefgelaufen ist, was gut gelaufen ist, wie er das alles so sieht und was es hier einfach ja, für Fragen untereinander einfach aufgibt. Ich bin einfach begeistert, hier zu sein und es ist einfach wieder so toll, einfach mit der Community in Touch zu kommen. Genau wie Dries Keynote heute Morgen irgendwie gesagt hatte, ey, wir sind einfach Community, wir müssen einfach irgendwie was zusammen machen. Und also ich bin wieder einfach umgehauen, wie herzlich und toll Drupal ist und wie weit der Gedanke, lass uns was Tolles zusammen machen, einfach hier im Raum wieder steht. Und ja, hab dabei eine eigentlich ganz coole Session schon wieder verpasst und werde jetzt erstmal in die nächste gehen und im Fields Museum. Meine Fresse, die haben das gesamte Fields Museum heute Abend gemietet. Das heißt, sie werden irgendwie einen Blaubeer-Daiquiri unter dem T-Rex schlürfen und ich werde mir nochmal die Ausstellung irgendwie ansehen und wahrscheinlich auch wieder begeistert eine ganze Menge von Gesprächen führen. Und ja, weiß ich gar nicht, wie soll das morgen noch weitergehen, wenn ich heute schon wieder so völlig fertig bin. Eigentlich habe ich Kopfschmerzen und für mich bin völlig fertig, aber es ist dann meist sofort wie weggeblasen. Also bis später. Stehen ungefähr 10 Schulbusse bereit, von der DrupalCon alle zum Field Museum rüber zu fahren. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Ausstellung anzusehen. Da fühle ich mich heute noch nicht so sonderlich danach, mir das hier alles durchzulesen und anzuschauen. Es gibt einfach unheimlich viel zu sehen, ganz tolles Museum. Mehr Völkerkunde als Naturkunde, zumindest in diesem Flügel. Weil ich mittlerweile nicht mehr weiß, wo ich eigentlich bin. Es war doch etwas verwinkelt. Aha, da geht's wieder zur Halle. Ja, ganz großartig. Lege ich, ob ich nicht nochmal wieder herkomme. Ein paar Ideen zur Verkleidung zum Camping. No, hier. Guckt euch schon mal die Schnittmuster an. So ein paar Büffelhörner sind natürlich auch sehr klein. No, Tippies. Fehlen nur noch Laptops und Drupal, ne? Ach, cool. Fantastisch, schön. Überwältigend sogar eher. Wow. Einziger Nachteil ist, wenn ich nochmal herkomme, habe ich nichts anderes als kreischende Schulklassen um mich herum. Und jetzt ist keine Sau da. Ach ja. Tag geht zu Ende. Ich bin wirklich völlig alle. Party war fantastisch. Naja, gut.
Also ich habe viele tolle Gespräche gehabt, das war fantastisch. Ansonsten war es eigentlich ziemlich laut, weil der Saal im Museum also wirklich ziemlich laut beschallt wurde und einen ziemlich krassen Widerhall hatte. Aber irgendwie gab es ganz leckeres Essen, eine ganze Menge komischer Cupcakes, von denen ich aber keinen genommen habe. Und ja, wir sind halt mit Schulbussen halt hingefahren worden. Das war wirklich witzig. Ich habe wirklich mit vielen Amerikanern geredet, mit jemandem aus Tel Aviv. Ja, Felix von Erdfisch getroffen, der da mit seiner Gruppe Südamerikaner, ich glaube Mexikaner waren das halt, war. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Morgen wird es hier wohl auf jeden Fall die Lalibot Modenschau geben. Da muss ich die Kamera noch ordentlich für bereit machen, weil das will ich mir nicht entgehen lassen. Und erschöpft und begeistert wie immer, wenigstens zurzeit ohne Kopfschmerzen, melde ich mich erstmal ab und morgen geht's fröhlich weiter.